Wir schalten jetzt live zur Invasionsflotte im Orbit des Hesperus, wo der Countdown bereits begonnen hat. Wie unser Reporter berichtet, sind die Vorbereitungen der Invasion an Bord des Kommandoschiffs in vollem Gange. Der 1 durch.1997 beglückte Paul Verhoeven die Welt mit seinem actiongeladenen Science-Fiction-Abenteuer Starship Troopers. Das herrlich überdrehte und vor allem blutige Spektakel gehört auch heute noch zu den beliebtesten Streifen des Genres. Da verwundert es umso mehr, dass sich erst jetzt ein Spielehersteller der bekannten Lizenz annahm. Klar, dass die Erwartungen auf das fertige Produkt relativ hoch waren. Wie es bei Filmlizenzen leider allzu oft der Fall ist, hinterlässt das Ergebnis auch in diesem Fall einen schalen Beigeschmack. Fans von Verhoevens Streifen werden sich sofort zurechtfinden. Doch auch Neulingen wird der Einstieg aufgrund des unkomplizierten Spielprinzips leicht gemacht. 99% von Starship Troopers verbringen sie damit, den Abzug zu betätigen. Hin und wieder erhalten sie den Befehl, irgendwelche Gegenstände einzusammeln, Gerätschaften zu aktivieren. Eben einfache Handlangertätigkeiten, die keinerlei Fähigkeiten voraussetzen, außer zwischendurch die Aktionstaste zu betätigen. Wirklich abwechslungsreich ist der Titel also nicht. Gehen Sie zur Markierung und drücken Sie die entsprechende Taste Ihres Anzugs, um die Energiezelle einzustecken. Also rühren Sie sich nicht vom Fleck. Meist bekommen Sie es mit ganzen Bug-Horden zu tun. Nur selten bleibt Zeit für eine Verschnaufpause. Etwa dann, wenn eine der zahlreichen Original-Filmszenen über den Schirm flimmert. Was denken Sie denn vom Kampf gegen die Arachnoiden? Hey, wir schießen da einfach mit ein paar Granaten. Ja, das wird die Bugs fertig machen. Ich hoffe nur, dass nicht alles vorbei ist, bis wir da sind. Hör auf! Manche sagen, dass der Mensch durch sein Eindringen in ihren natürlichen Lebensraum die Bugs provoziert hat. Und dass eine friedliche und aussöhnende Politik besser wäre, als sich plötzlich in einen Krieg zu stürzen. Ich werde euch dazu mal was sagen. Ich bin aus Buenos Aires und wir werden sie alle platt machen. Ja, genau. Danach geht es wieder direkt aufs Schlachtfeld. Wenn Sie nicht gerade vor den Käferscharen flüchten, bemannen Sie etwa stationäre Geschütze, wodurch sich die Insektenhorden besonders effektiv dezimieren lassen. Größere Kaliber, wie sie in Form von Bossgegnern präsentiert werden, vertragen natürlich entsprechend mehr Treffer. Apropos Treffer. Zwar trifft Empire Interactive mit dem Spiel zum Film nicht genau ins Schwarze, doch Freunde unkomplizierter Ballerorgien dürfen sich trotzdem gerne als intergalaktische Kammerjäger verdingen.